Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio. Und ich bin hier gerade bei der Eisenproduktion bei. Ja, ich muss mal gleich mal gucken. Ich muss hier, glaube ich, mal ein bisschen intervenieren, weil irgendwie kommt hier so wenig an Eisenerz an, dass ich hier noch ein bisschen was tun muss. Ach so, warte mal. Ich glaube, das liegt einfach am Strom. Die sind nämlich alle gelb. Ja gut, okay. Dann weiß ich, glaube ich, schon, woran es liegt. Dann müssen wir mal gen Norden. Mal sehen, was hier die Stromzufuhr macht. Ich glaube, die ist noch so ein bisschen... Bisschen kniggerig. Schauen wir mal. Sekunde. Heizkessel. Zwei davon. Oder machen wir nochmal einen halben? Zwei davon so. Okay. Dass wir sonst mal zwei Heizkessel nochmal bauen und zwei Dampfmaschinen, beziehungsweise vier Dampfmaschinen an. Ja, ich habe auch mittlerweile das Problem gelöst mit diesen Kränen. Ich muss ja diese automatischen Kräne ja bauen, um letztendlich die grünen Wissenschaftspakete bauen zu können. Das habe ich auch mittlerweile gefixt. Zwar, naja, ich will nicht sagen provisorisch, aber naja, auch nicht so ganz optimal. Aber ich glaube so, dass man da erstmal mit arbeiten kann. Das ist mal das Wichtige. Und umsetzen kann man das nachher immer noch. Wir müssen uns außerdem nochmal darüber, müssen wir nochmal kurz gucken. Ich habe hier nämlich auch noch ein bisschen Probleme im Norden mit den, wahrscheinlich mit den Viechern, die hier rumlaufen. Weil die immer wieder diesen einen Geschützturm angreifen und immer alles kaputt machen. Deswegen muss ich da nochmal intervenieren. Das müssen wir mal gleich mal sehen. Hier oben ist nämlich ein Geschützturm. Da hatte ich zwar schon die Mauer angezogen. Aber anscheinend hilft das noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, mal gucken. Naja. Das wird erstmal alles schön repariert. Fein säuberlichst. Achso, ich wollte schon sagen, ist da keine Munition drin? Ist da doch. Pass mal auf, dann machen wir nämlich da gleich nämlich nochmal ein bisschen mehr... Huch, sind das auch wieder neue Viecher hier? Merkwürdig. Neue Geschütztürme. So. Einmal repariert und dann gleich zack, Geschützturm. Zack, Geschützturm. Zack. Dann nehme ich nur zwei zusätzliche Geschütztürme, dann sollte das ein bisschen besser laufen. Dann müssen wir hier natürlich die Mauer nochmal aufbauen. So, okay. Dann bauen wir hier auf jeden Fall nochmal zwei Rohre zwischen. Habe ich davon noch zwei Rohre? Eins, zwei. Boah, die laufen nämlich dann schon ordentlich. Ich glaube, das ist nämlich dann letztendlich das Problem. Wie schaut das bei euch aus? Pumprad ist 240 von 1200, also da haben wir noch ein bisschen Luft. So. 1, 2. So, dann hauen wir da ja die Dampfmaschine rauf. Beziehungsweise passen noch zwei hin. Das wird ein bisschen knapp, ne? Oder wir setzen hier noch eine Dampfmaschine rauf. Dampf 199. 197. Ich glaube, das ist schon optimal, so wie es läuft. Was wollte ich denn jetzt? Wo sind denn die Dampfmaschinen? So blind. Warte mal, ich muss mir das mal eben markieren. Vielleicht haben wir das hier. Ah, okay. So. Perfekt. So, einmal. So, und dann brauchen wir noch Dampfmaschinen. Zwei Stück. Gucken wir mal eine da dran und eine da dran. So. Die dahin. Achso, komme ich gar nicht vorbei, ne? So. So, jetzt brauchen wir noch ein paar von den paar. Zack. 1, 2, 3, 4, 5 meinetwegen. So. Ja, du kriegst ja gleich. Sauen aber. Mal gucken, wie es hier jetzt mit der Auslastung aussieht. 260, also da können wir ordentlich raufhauen. Ich meine, hier müsste man vielleicht mal sich vielleicht mal dran gewöhnen, dass man die Solarzellen vielleicht mal bauen. Aber wir müssen mal sehen, wann wir das machen. So, hier wollte ich eigentlich auch mal ganz gerne ausgebaut haben. Wie machen wir das an der Stelle? Ich weiß jetzt nicht, ob man mit dem Winkel... Ich probiere mal kurz was. Och, geht, okay.
Dann würde ich das nämlich so machen, würde an der Stelle nämlich dann nochmal ein bisschen was bauen. Achso, hier müssen wir ja auch nochmal bei. Ah, scheiße. Jetzt war jetzt nicht so das Thema. Ich glaube, das war doof. Wir brauchen einen Splitter. Ein Splitter. Könnte man natürlich hier vorne setzen, dann müsste ich aber das extra wieder aufsplitten für. Was brauchte ich noch hier für die Landmasse? Was brauchte ich noch dafür? Stein brauchte ich, okay, alles klar. Bisschen mehr Stein, dann könnte ich nämlich vielleicht hier noch ein bisschen was bauen. Ah, das war's auch schon. Okay, gut. So, einmal links. Achso, dann kann ich das ja doch hier machen. Dann kann ich ja doch hier Verbindung bauen. Oder? Warte mal. So, wir brauchen einmal die. So, einmal. So, dann müsste ich das insofern einmal daran setzen. Ja, eigentlich ist es optimal, so wie ich das baue. So, dann Dampfmaschinen. Einmal, zweimal. Dreimal. Dann machen wir hier nämlich noch den Winkel ran. Zack, dann kriegt er nämlich Wasser. Eins, zwei. Und drei. So. So, jetzt müsste nämlich dann eigentlich, müsste eigentlich alles optimal laufen. Aber hier ist so ein bisschen Kohle dran. So, da müsste dann eigentlich auch das Energievorkommen. Naja, gut, wir haben 650, 630, 40. Naja, sagen wir mal 650 bis 900. Also ein bisschen haben wir zwar entlastet, aber ja, naja, gut. Also wir haben schon wirklich sehr energiehungrig. Das wird sich auch nicht groß ändern. Eher noch mehr werden, weil wir sowieso noch so viel abbauen müssen, noch so viel machen müssen. Und ich habe immer noch hier die Meldung, dass der Zug liegen geblieben ist. Da muss ich auch noch mal bei. So. Schnell nach unten gelatscht. Dann bauen wir nämlich da so langsam weiter. Wir müssen mal gucken, welchen Zug wir... Welchen Zug wir nehmen für die Produktion der Greifarme. Müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Ob wir dafür nochmal einen separaten Zug nehmen oder einen bestehenden Zug nehmen. Würde ich mich auch so langsam mal angreifen, das Thema, damit wir dann auch grün produzieren können. Momentan liegt natürlich die Wissenschaft so ein bisschen brach. Weil wir nichts produzieren. Ich versuche jetzt alles erstmal komplett umzustellen. Die können wir auch langsam mal wegbauen hier, oder? Nehmen wir mal mit. Ich glaube, hier sollten nicht unbedingt so viele Aliens durch die Gegend laufen, behaupte ich jetzt mal. Hoffe ich. Ansonsten werden wir sehen. Wir werden es zu spüren kriegen. So, ich gucke mir erstmal gleich die Zuglogistik an. Ist sowieso ein Ding, ob wir das... Das ist natürlich dann auch nochmal so zu beachten, ob wir das so machen, dass wir pro Ressource einen Zug nehmen. Oder ob wir pro Ressource oder pro Produktionslinie einen Zug nehmen. Ne? Also, dass wir vielleicht einen Zug... Also, die Möglichkeit wäre zum einen, entweder einen Zug zu nehmen, zum Beispiel einen Zug, der nur für Eisenplatten da ist, der dann wirklich überall, wo Eisenplatten gebraucht werden, erstmal die ganzen Eisenplatten ausliefert. Oder ob wir einen Zug nehmen, der Eisenplatten für seine eigene Produktionslinie quasi abholt und dementsprechend auch wieder abliefert. Ja, das ist natürlich auch noch so ein Ding. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch gar nicht so doof, wenn man das jetzt wirklich vereinzelt. Ach, das war aber knapp gerade, alter Schwede. Wenn man das vereinzelt, also wenn man tatsächlich sagt, so ein Zug ist jetzt für Eisenplatten, ein Zug ist jetzt für Zahnräder zum Beispiel. Erstens mal, weil wir das ein bisschen, ich glaube, ein bisschen besser koordinieren können, das Ganze. Weil dann hast du wirklich nur einen Zug, der wirklich immer die gleiche Ressource benutzt. Das ist das eine. Das ist, glaube ich, ein bisschen übersichtlicher. Und du hast natürlich an diesen Stationen hier, hast du natürlich dann auch dementsprechend immer nur einen Zug. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten insgesamt vielleicht 5, 6, 7 verschiedene Produktionslinien, die Zahnräder brauchen. Das heißt, wir müssten 5 oder 6 Züge haben, die hier immer ranfahren müssen. Na, also von daher macht das vielleicht etwas weniger Sinn. Also macht das durchaus Sinn, wenn man jetzt wirklich Züge nimmt, die die verschiedenen Haltestellen bedienen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Insgesamt. Ich glaube, das sollte man so
so machen. So, jetzt gucken wir uns erstmal die Eisenproduktion an, weil das gefällt mir auch noch nicht, dass hier so wenig Eisen reinkommt. Links sind die alle grün, das heißt schon mal, dass hier die Produktion läuft. Das ist schon mal nice. Ich baue hier nochmal drei Stück mal zu, würde ich sagen. So. Mal gucken, ob wir den überlappend. Ich würde sagen, nehmen wir den. So. Den. Und den. Das muss erstmal reichen. Drei Stück dazu. So. Erstmal drei Stück dazu, das muss erstmal reichen. Die füge ich hier mit ein, würde ich sagen. So. Achso, wir brauchen natürlich wieder mal einen kleinen Verteiler. Huch, was ist denn hier los? Oh. Warum? So jetzt. Wir müssen die Eisenverarbeitung oder Eisenerzverarbeitung, Lieferung, müssen wir so ein bisschen pushen hier. Muss richtig schön, das muss richtig schön sich zurückstauen, dann haben wir wirklich alles. So. Wir ein bisschen mehr Eisen produzieren. Aber ich glaube, das wäre, glaube ich, die bessere Option, ne? Wenn man tatsächlich einen Zug nimmt pro Ressource. Ein Zug pro Ressource und dann könnte man natürlich noch einen Zug nehmen für die, letztendlich für die Endprodukte, aber das müssen wir mal sehen. Das müssen wir mal sehen. So, das mache ich nochmal eben fertig hier. Schaut es denn hier aus mit Eisen? Habe ich das schon wieder deaktiviert? So. Wie viel Eisen haben wir? Ah, guck mal, das ist nämlich das Problem. Wir müssen hier wieder ein bisschen Eisen vorhalten, ein bisschen mehr Eisen. Oder wir müssen ein paar Schmieden noch dazu bauen, ein, zwei Schmieden. Wobei wir müssen erstmal die Erze erstmal hinsetzen. So. Aber jetzt staut sich das so langsam wieder zurück, das ist schon mal gut. So soll das ja eigentlich auch sein, dass wirklich genug Eisenerz da ist, damit die Schmieden nicht lange auf Eisen warten müssen. Oder wir bauen noch einen dazu. Wir bauen, glaube ich, noch einen dazu. Einer müsste noch gehen. So. Bauen noch einen dazu. Sehr schön. Gut. Ich will hier durch. Soll sich langsam aufstauen. Nee, so machen wir das am besten. Das ist, glaube ich, das Gesündeste. Schade, dass man die Züge als solches nicht
beschriften kann. Ich würde es echt toll finden, wenn man sagen könnte, so, wenn man jetzt den Zug benennen kann, dass du jetzt sagst, so, du bist jetzt der Eisenplattenzug, du bist jetzt der Kupferplattenzug, du bist ja der Zahnradzug. Das würde ich schon nice finden, aber es ist leider nicht so. Schade. Ja, vielleicht bringen sie das nochmal rein, vielleicht so als kleinen Zusatz. Na, siehst du mal, jetzt staut sich das so langsam wieder zurück. Jetzt sind die ganzen Schmieden schön im Saft. So soll es sein. Oh Mensch, mal ein bisschen Husten nebenbei. Sehr schön, die laufen. Okay. So, was ist da eigentlich dein Auftrag? Wo bringst du jetzt alles Brennstoff ins Eisenplatten? Ja, guck mal, das ist doch schon mal gar nicht verkehrt. Wir haben ja einmal Eisenplatten hier Input, dann haben wir einmal Stahlimport und einmal Zahnradimport. Das ist ja schon mal gut. Dann können wir das sonst gleich machen, dass wir... Ach nee, Moment, Bounty. Bounty da hört. Was? Ach so, haben wir noch gar nicht benannt. Gut. Das ist, wäre dann, Förderband Export. Das ist dann Kran, wie heißen die Dinger offiziell? Wie heißen offiziell Greifarm? Okay, Greifarm. Greifarm. Greifarm Import. Greifarm Import. Greifarm Import. Und dann haben wir nochmal Greifarm Export. Export. Hört sich an wie Holzexport. So. Gut, dann haben wir einmal den Zug. Dann soll er einmal. Also er soll. Ups, er soll 2K laden. Das heißt, 2K Eisenplatten soll er laden. Dann soll er beim Stahlimport 1000 ablegen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal 2500. Ups, so viel noch nicht. Das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel. 2500, so. Er soll 2005 laden. So, hier soll er hoch auf 1500. 1500. Das heißt, 1000 lädt er bei Stahl ab. 1000 lädt er bei Stahl ab. 1000 lädt er dann bei Stahl ab. Hat also noch 1000. Kleiner gleich 500. Dann machen wir hier, ups. Machen wir hier 500. 500 und dann soll er noch bei Greifarm Import. Bei Greifarm Import. Hä? Muss ich jetzt hier Greifarm Import? Ach, weil ich Greifarm. Greif. Ist halt Greifarm. Greifarm Import. Greifarm. Da soll er Fracht. Frachtgegenstände kleiner gleich. Kleiner gleich 0 Eisenplatten liefern. So. Das heißt 2,5K Eisen rein, 1000 Platten Stahl raus, 500 im Moment 1000 beim Zahnrad raus und die restlichen 500 dann. Ja, das ist aber auch blöd. 1, 2, 3, komm, dann machen wir 3K. Machen wir 3K und dann soll er pro Haltestelle 1000 raushauen. Das heißt, wir haben hier 2000. Das ist, glaube ich, einfacher. Bevor wir da groß rum experimentieren. So, machen wir da 1000. Ups. 1000. Und hier machen wir dann 0. Okay. Müssen wir natürlich dann noch dementsprechend erstmal produzieren. Huch. Kommst du jetzt noch zu Zahnrädern? Warum lädst du Zahnräder? Ach, Moment, Moment, Moment. Das ist ein ganz anderer Zug. Das ist ein ganz anderer Zug. Nee, ist er nicht. Oh. Warum hast du denn Zahnräder? Hä? Warum lädst du bitte Zahnräder ein? ...2K. So 3K müsste er eben halt haben. Das dauert natürlich einen Augenblick. Deswegen muss das hier ein bisschen... Wir müssen hier, glaube ich, noch ein paar Schmieden noch dazusetzen. Ein, zwei Stück. Weil die kommen ja gar nicht hinterher, die Nasenbären.
Oder hier unten bauen wir noch ein paar Schmieden hin. Das ist eigentlich ziemlich wumpe. Ich glaube, hier unten sollen wir erstmal ausbauen, weil dann ist das Gleichgewicht zwischen diesen beiden ein bisschen besser. Haben wir noch ein paar Schmieden über oder nicht? Wupp. 9 Schmieden. Bauen wir mal 2 Stück dazu. 2 Schmieden. Dass wir die Eisenproduktion mal ein bisschen schieben. Ja, und ich weiß, ich produziere das wieder selber, aber... Ah, wir kommen der Sache ja schon mal nahe. Ich meine, die Förderbänder, die produzieren wir ja schon. Da müssen wir auch, glaube ich, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob da die Produktion schon angelaufen ist. Ich glaube aber schon. Warum beladet ihr nicht mehr? Achso, weil ihr voll seid. Okay. Ich verstehe aber nicht, warum der Zahnräder hat. Der hat gar keinen... Na gut, es kann sein, dass er vielleicht irgendwo angehalten hat, wo er Zahnräder aufnimmt. Das macht natürlich keinen Sinn. So. Dann machen wir es mal so. Er hatte gar keinen Platz mehr, dann machen wir das halt so. So, wie viel hat er jetzt? Der hat gleich 3K, dann kann er gleich losdüsen. So, jetzt hat er 3K, sehr schön. So, was ist deine Aufgabe? Brennstoff. Achso, du holst ja auch nochmal Eisenplatten, okay. Okay, ja gut, das müssen wir... Ja, es ist noch nicht so, wie es will. Noch lange nicht so, wie es will. So, was machen wir? Jetzt bauen wir noch 2 Schmieden dazu. 2 Schmieden. Ein, 2. So. Einmal rein, einmal raus. So. Zum Glück noch im Strom. Einmal zack. So, aber gleich wieder ein bisschen mehr Eisen produzieren hier. Dass wir die Lager mal wieder voll kriegen. Achso, hier wollte ich das auch nochmal umbauen. Habe ich noch ein paar Kisten? Ja, wunderbar. So, dann setze ich die nämlich auch gleich hin. Kommen. So, sehr schön. Dann machen wir das irgendwie so. Dann werden wir das halt so umstellen, dass wir die Züge nach Ressourcen nutzen. Ich glaube, anders macht das jetzt mal so keinen Sinn. So, Stahl wird produziert, Zahnräder werden produziert und Förderbänder momentan noch nicht. Also ich meine schon, ich glaube, da müssten eigentlich ein paar auf Lager sein. 15. Ganze 15 Stück. So, weil du Eisen brauchst. Eisen und Zahnräder. Aber warte mal, wenn du Zahnräder brauchst, dann gebe ich dir gleich mal ein bisschen was rüber. Oder ich gebe dir gleich alle, was soll's. Läuft die Kiste auch. Ne, das ist nämlich dann halt der Grund. Dann verliert man, glaube ich, schnell den Überblick. Deswegen müssen wir das irgendwie sehen, dass wir mal die Züge, vereinzeln. Dann haben wir zwar insgesamt mehr Schienenverkehr insgesamt, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das ist von der Logistik her ein bisschen schlauer. Achso, jetzt fehlt da natürlich Eisen. So. Ich muss hier mal einen Gang, Bahnübergang muss ich hier unbedingt hinbauen. So. So, hier ist offiziell Eisen angekommen. Okay, sehr schön. Also das funktioniert schon mal. Das heißt, wir brauchen jetzt, wollen wir noch
Und Züge bauen. Ich muss ja noch Züge bauen. Ich bin fast am überlegen, ob wir nicht vielleicht dann auch oben die Zentralbasis, ob wir die nicht jetzt einmal schon mal komplett runterreißen. Weil sonst steige ich da gar nicht mehr durch. Ich habe so viele Querverbindungen momentan, dass es alles gar nicht mehr so richtig hinhaut hier. Aber ich glaube, ich habe ein Zahnrad. Zahnradzug müssten wir eigentlich schon haben, aber ein Platinzug fehlt uns, glaube ich, noch. So, warte mal. Einmal. Und dann kriegst du auch noch einen Waggon hinten ran. So. Zack. Gut, du sollst laden. Du kriegst, warte mal, du kriegst erstmal Brennstoff mit. Das müssen wir uns auch nochmal bauen. Eine Tankstelle für die Züge. Beziehungsweise für die Loks. So, du kriegst folgenden Plan. Du sollst Platinen-Export. Platinen-Export. Sollst du Frachtgegenstände einsammeln. Und zwar die. Und davon, ja, keine Ahnung. Ich glaube, 200er Stacks machen die immer, ne? Also sagen wir mal 1000. Kleiner gleich 1000 oder größer, größer 1000, größer gleich 1000. So, größer gleich 1000. 1000, 1k. Und dann sollst du die bringen zu Greifarm Import. Greifarm. Zu Greifarm Import und dann machst du auf 0. Dann machst du die auf 0. Ja, machst du die auf 0. Das sind 5 Stacks, das passt schon. So, kleiner gleich, Frachtgegenstände, kleiner gleich 0. Kleiner gleich 0 und dann die Platinen. So. Müsste er sich eigentlich die Platinen holen? Jetzt zieht er natürlich eine Schleife. Achso, ich wollte schon sagen, warum hält er nicht an, aber der Platinexport ist ja erst hier vorne. So, jetzt holt er sich die Platine und jetzt müsste er eigentlich gleich wieder zurückkommen, weil 5 Stacks ist sehr schnell gemacht, glaube ich. So, dann brauchen wir noch einmal die Zahnräder. Das heißt, wir müssen uns nochmal einen Zahnradzug nochmal aussuchen. Guck mal, wie viel haben wir insgesamt? Wir haben insgesamt 7 Züge, stimmt gar nicht, 8 Züge. Dann müssen wir mal so ein bisschen was machen. So, Kupferdraht, Kupferimport, Platinenimport, das ist hauptsächlich Kupfer. Das können wir auch erstmal so lassen. Zahnradimport, Stahlimport. Was ist dein Auftrag? Lokomotive. Also okay, das hat der da. Okay, genau. Das ist in Ordnung. Greif an. Das müssen wir unbedingt gleich mal ändern. Der Kohle. So, das ist nicht relevant. Das ist Kohle, das ist nicht relevant. Zahnrad Importforschung. Das ist wie was meinst. Du brauchst einmal Zahnräder. Okay. Auch kein reiner Zahn. Manueller Modus. Was hast du jetzt für Sorgen? Ach so, du bist ein alles klar. Alles klar. Ja gut, dann setze ich sonst erstmal noch den anderen Zug ein. Er soll dann Zahnräder holen. Er soll erstmal Zahnräder holen. So, Zahnräder. Einmal Zahnrad Express, bitteschön. So, Brennstoff. So, das. So, und du sollst fahren zum Zahnrad Export. Und sollst da 1000, ne? 5 Stacks. Ah, mal gucken, 5, 6, 1000. 1000 wird wahrscheinlich schwierig werden. Fachgegenstände, Zahnräder, kleiner gleich 1000, größer gleich 1000, größer gleich 1000. 1000 und dann sollst du fahren zu Greifarm Import. Greifarm Import und sollst da die Zahnräder ausliefern.
Müssen wir gleich nochmal gucken, wer wo Zahnräder braucht. Dann machen wir das nämlich gleich zum offiziellen Zahnradzug. Deswegen sage ich ja, auf den ersten Blick wäre es schön, wenn man die beschriften kann. Vielleicht habe ich es auch einfach übersehen. So, Frachtgegenstände, Zahnräder. So. Kleiner gleich 0. Ergreifbar. So. Der fährt los. Gut, dann holt er sich da jetzt die Zahnräder. Fährt dann gleich hier vorne wieder hin. Und dann müssen wir eigentlich hier alles haben. Achso, Moment, scheiße. Mir fällt gerade was auf. Vielleicht sollte ich das auch nochmal so bauen, dass hier auch die Platine noch ankommen. Dann funktioniert das vielleicht auch alles, was ich hier so baue. So, hier hatte ich das jetzt erstmal folgendermaßen gebaut. Ich habe hier eben normal die Maschinen gebaut und hier hintereinander die roten Greifarme. Weil man sieht, wenn man die hintereinander setzt, dann kann man eben halt auch die beiden Förderbänder nebeneinander setzen. Das funktioniert so ganz gut. Und jetzt fehlen hier natürlich dann noch die Zahnräder. Die werden natürlich gleich geliefert. Und ja, dann haben wir halt hier den doppelten Input. Und hier an der Seite sollen dann eigentlich Greifarme rauskommen. Irgendwann mal. Es fehlen natürlich nur noch die Zahnräder. Aber die dürften eventuell gleich kommen. Wir müssen wahrscheinlich sowieso generell mehr Zahnräder haben. Dann können die das nämlich hier auch produzieren. Wie geht's dem Zug hier hinten? Zahnrad-Export. Ich sag ja, wir müssen wahrscheinlich mehr Zahnräder produzieren. Haben wir nicht genug Eisen auf Lager, damit wir genug produzieren können. Das würde wahrscheinlich ein bisschen dauern. So. Huch, was ist da denn? Inventar voll, was? Getötet? Hä? Hallo? Achso, ich habe das falsche Profil drin. Ich wollte schon sagen, was ist denn kaputt? So, warte mal. The Forest nicht. Ne, The Forest spielen wir gerade nicht. Wir spielen gerade... Na, Factorio. Falsches Profil dran. Ich wundere mich schon, warum ich teilweise Tasten drücke, die ich eigentlich gar nicht drücken wollte. So, nochmal. So. Gut, dann hätten wir das ja auch. Dann hätten wir hier auf jeden Fall die Zahnräder fertig. Die Zahnräder sei schon die. Die Zahnradversorgung fertig und die Greifarme. Dann könnten wir die wiederum benutzen, um hier die Produktion anzuschieben für Grün. So, wie schaut es hier oben aus? Ah, du bist gleich durch. Man muss da gleich weiterfahren. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade so viel hin und her laufe, aber ich gucke immer, ob das alles dann auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ob das vom Ablauf her geht. Ich habe damit schon sehr, sehr viel Zeit verschwendet, das weiß ich auch. Okay. Der andere Zug ist schon in der Pipeline, sehr schön. Das gucken wir uns noch an und dann mache ich ein kleines Päuschen. Und dann werde ich mal zusehen, dass ich vielleicht mal das eine oder andere, dass ich vielleicht bis zum nächsten Mal zwischen den Aufnahmen, dass ich dann vielleicht nochmal die Zugstruktur nochmal ein bisschen umsetze. Weil das gefällt mir alles so nicht. Ich habe jetzt momentan so viele Züge kreuz und quer laufen, manche machen die Aufgaben doppelt und das ist ein bisschen blöde. Mal gucken, ob ich mir die Züge dann selber so zusammenziehe oder nochmal umsetze. Müssen wir nochmal sehen von der Programmierung. Ja? So, mal kurz gucken, ob das noch funktioniert, aber es sollte eigentlich... So, du bist hoffentlich gleich leer. Wir müssen mal sehen. Ich werde die Züge wahrscheinlich nachher so programmieren müssen, dass sie auch nach einer gewissen Zeit losfahren. Momentan werden hier noch leer gezogen, die Züge. Aber wenn das nachher so kommen sollte... So, jetzt zieht er sich... Genau, jetzt zieht er sich die Zahnräder. Wunderbar.
Dass die Züge nachher stehen bleiben, weil irgendwann werden die Lager voll sein. Sehr schön. Irgendwann werden die Lager voll sein und dann bleiben die Züge stehen, das ist ja auch blöd. Da muss man dann halt sehen, dass dann die Züge entsprechend so programmiert werden, wenn sie einen gewissen Stillstand haben oder eine gewisse Inaktivität haben, dass sie dann auch weiterfahren. Sehr schön, das sieht doch schon mal gut aus. So, das können wir eigentlich gleich mal programmieren. Greifarm Import. Oder hinzufügen. Zeit vergangen machen wir jetzt nicht. Inaktivität. Inaktivität von 30 Sekunden, sagen wir mal. Oder eine Inaktivität. Inaktivität auch hier machen wir 30 Sekunden. So. Das sollte sich der Zug mal langweilen. Dann fährt er auf jeden Fall los. Na siehst du, dann produzieren wir hier schon mal die Greifarme. Und dann können wir nämlich dann gleich grün produzieren. Sehr schick. Da kommt schon die nächste Lieferung. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Das war erstmal wieder eine weitere Folge Factorio. Ich will hoffen, dass ich ein bisschen vorproduzieren kann, weil, wie ich ja schon sagte, momentan habe ich viele Auswärtstermine privater Natur. Und beruflicher Natur. Insofern kann das mal sein, dass es hier und da mal wieder ein bisschen hakt, aber das wird auch die nächste Zeit dann auch so langsam wieder abnehmen. Jetzt ist immer so dieser erste Wall an Real Life erstmal wieder durch. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Factorio wieder. Macht es gut, bis dann. Tschüss.